Am 1. September ist es mal wieder soweit. Und zwar wird uns dort ein sehr wichtiger Transit erwarten. Und das hat mit einer ganz besonderen Zeitqualität zu tun. Und zwar ist die Rede vom rückläufigen Uranus in Stier. Die Rückläufigkeit wird beginnen am 1. September und bis zum 30. Januar nächsten Jahres anhalten. Und er wird sich bewegen, der Uranus, rückläufig so zwischen 23 und 27 Grad genau im Tierkreiszeichen des Stiers. Und was hat das genau mit auf sich? Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist so wichtig, meiner Meinung nach, dass ich mich jetzt hier entschieden habe, ein gesondertes Video hierzu zu veröffentlichen. Und zwar, ich hoffe, du verzeihst mir auch, dass ich jetzt hier dieses ganz bestimmte Setup gewählt habe. Du bist jetzt sicherlich irritiert und denkst hier so, ey, Ryan, könntest du kein besseres Setup wählen? Man kann dich ja kaum sehen. Ich hoffe, du siehst es mir nach, weil in diesem Video werde ich etwas mehr aus dem Nähkästchen plaudern, was meine Privatsphäre angeht, was ich mit dem Uranus für Erfahrungen gesammelt habe. Und ich assoziiere mit dem Uranus sehr, sehr heftige, einschneidende Erlebnisse in meinem Leben. Was ich damit meine, werde ich dir gleich erzählen. Und ich bin halt auch nicht aus Stein, ich habe halt auch Gefühle und Emotionen. Und ich öffne mich jetzt hier ein bisschen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich darüber reden soll oder nicht. Aber ja, irgendwie meine Intuition hat mir sehr starkes grünes Licht gegeben und mir angeboten, das jetzt hier so zu machen. Und das mache ich jetzt eben auch. Aber lass uns erstmal klassisch beginnen. Was hat es überhaupt mit dem Uranus auf sich? Und was bedeutet das überhaupt? Was können wir in dieser Zeit erwarten? Also der Uranus gehört zu den äußeren Planeten und ist einer der Herrscherplaneten des Wassermanns. Gemeinsam mit dem Saturn regiert er über den Wassermann. Im Übrigen, wenn du jetzt noch tiefer drauf einsteigen wollen würdest, dann wäre es jetzt sinnvoll, bei dir in deinem individuellen Horoskop zu schauen, in welchem Haus sich die Rückläufigkeit zwischen 23 und 27 Grad im Stier bewegt. Ja, dann beleuchtet das nochmal sehr, sehr stark den Lebensbereich. Sehr, sehr wichtig. Ebenfalls möchte ich dich nochmal kurz abholen und dir erklären, warum ich jetzt auch hier bin. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gerade am Reisen, befinde mich gerade auf einer wundervollen Insel, nämlich hier auf Bali. Und wollte ursprünglich jetzt das Video weiter drüben aufnehmen. Da ist der Tanalot-Tempel, das ist so eine kleine Insel, wunderschön. Allerdings war mir das zu überlaufen, zu viele Menschen. Und ich bin einfach zu sensibel dafür. Ich spüre einfach alles und jeden. Und ich glaube, zu so jemandem wie mir sagt man Hochsensiblen. Und ich bin quasi eine Art wandernder Lügendetektor. Jetzt denkst du dir, boah, ey, super cool, ein wandernder Lügendetektor. Ja, denkst du, aber im alltäglichen sozialen Kontext sehr, sehr anstrengend. Aber jetzt hier so im beratenden, ne, beruflichen Kontext, im astrologischen, super zweckdienlich. Ne? Aber so im Alltag anstrengend für mich auf jeden Fall, weil ich halt alles und jeden spüre und bin ja sehr dankbar, dass ich diesen Ort hier gefunden habe. Hier ist kein einziger Mensch. In der Ferne ist ein Pärchen, aber das ist in Ordnung, die dürfen auch bleiben. Aber so bin ich jetzt hier ganz alleine, weil die Themen, die ich jetzt hier beleuchten werde, die sind schon was intensiver, weil es eben auch um mein Leben geht. Ne? Genau. Okay, wo starten wir? Wir starten einfach wie allgemein immer bei mir, ja, mit dem Uranus. Uranus regiert mit dem Saturn über den Wassermann und der Uranus steht für plötzliche Veränderung, für Revolution, Evolution, für Genialität. Uranus ist quasi so die höhere Oktave des Merkurs und hat sehr viel mit, ja, Kommunikation, aber auf einer genialen Ebene zu tun. Ja? Mit Erfindungsreichtum, mit Individualität, mit Einzigartigkeit, mit Eingebungen, mit Instinkten, mit der Intuition, aber auf bewusster, geistreicher Ebene. Ja? Der Mond hat auch mit der Intuition zu tun, aber mehr auf emotionaler Ebene. Und beim Uranus geht es mehr so über den Kopf. Ja? So. Und beim Mond geht es mehr so über die Emotion. Aber das, was im Kopf beginnt, hat ja eine stärkere Auswirkung auch auf unser Herz und auf unsere emotionale Welt. Ne? So. Und wenn ein Planet
Und jetzt der Uranus in dem Fall, welcher zu den äußeren Planeten gehört. Das bedeutet, der bewegt sich sehr, sehr langsam. Und nicht jeder von uns spürt das gleichermaßen. Ich bin der Meinung, am stärksten spüren das Menschen, die entweder die Sonne, den Aszendenten, den Mond oder eine Verdichtung von Himmelskörpern inklusive des Chirons so zwischen 24 und 27 Grad Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe hat. Ja, dann trifft dich das ganz, ganz besonders. Vor allen Dingen aber, wenn dein Mond sich hier in Stier, in diesen Orbisgraden aufhält oder dein Chiron, ja, das ist auf jeden Fall heftig. Wie meine ich das, werde ich jetzt hier erklären, weil der Uranus hat eben mit dieser plötzlichen Veränderung zu tun. Und wenn jetzt ein Planet, und in diesem Fall der Uranus, sich jetzt rückläufig bewegt, dann ist, sagt man so, der Planet von der Energie her etwas geschwächt, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist er nicht so wirklich geschwächt, es ist eigentlich nur viel mehr nach innen gerichtet. Das heißt, weniger extrovertiert, sondern viel mehr introvertiert. Also wir kriegen das alle mehr so privat mit und das hat mit unseren privaten, intimen Themen zu tun. Obwohl es ein äußerer Planet ist. So, und das bedeutet, dass jetzt der Uranus im Tierkreiszeichen des Stiers, was hat das mit dem Stier auf sich? Der Stier, der steht für Schönheit, Ästhetik, für die Sinne, für den Genuss, für Werte, für die Finanzen, für die materielle Welt. Ja? Der Stier ist das erste Erdzeichen und ist somit das materialistischste Tierkreiszeichen, was per se nicht verkehrt ist. Das heißt nicht, es verstehen auch mal viele falsch, dass man dann denkt, dass Materialismus grundsätzlich falsch, schlecht und toxisch ist. Nein, es ist nur das Maß wichtig, ja? In welchem Maß wir den Materialismus leben, weil in der Spiritualität gilt es meiner Meinung nach nicht darum, dem Materialismus in den Rücken zu kehren, sondern den Materialismus zu managen und zu meistern. Ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet, dass jetzt der Uranus, der nun mal eben auch für diese einzigartige, rebellische, individuelle, plötzliche Energie steht, unser Wertesystem recht plötzlich überwältigend revolutioniert. Das bedeutet, ein jeder von uns, der eine spürt es mehr, der andere weniger. Im Übrigen, wie gesagt, das Video ist bitte allgemeiner gehalten. Das trifft nicht aller gleichermaßen. Ne? Wir sind ja alle in unterschiedlichen Energieniveaus und haben auch alle unterschiedliche Bewusstseinszustände. Ja? So, und damit du zum Beispiel verstehst, ich möchte ein Beispiel anführen und vielleicht auch direkt beginnen mit meinem privaten Erlebnis, welchen ich mit dem Uranus gemacht habe. Und zwar war das im Jahr 2018 so ungefähr. Und das war eine super, super, super heftige, intensive Zeit. Ich würde so sagen, eines der intensivsten Zeiten meines Lebens, so kann man sagen, tatsächlich. Und zwar haben sich privat die Ereignisse bei mir heftigst überschlagen und mein Mond und mein Chiron befinden sich im Stier im 12. Haus. Der Chiron sehr nah an meinem Mond, das ist eine etwas heftigere Position. Eigentlich ist der Mond im Stier erhaben, aber jetzt im 12. Haus wird es schwieriger, komplizierter. Und jetzt kommt der Chiron noch mit dazu, macht die Sache noch schwieriger und dann habe ich noch herausfordernde Aspekte dazu. Und man kann so vielleicht abkürzen und sagen, das ist so ein bisschen die Stellung des alleingelassenen Kindes. Ja, dieses Erlebnis, was ich jetzt erklären werde und möchte, ist sehr, sehr wichtig, weil du direkt ein Beispiel hier aus der Praxis angereicht bekommst, damit du verstehst, was alles so passieren kann und wie wertvoll die Astrologie ist. Ja, im Allgemeinen hat einfach diese Energie erstmal damit zu tun, dass wir hier unser Wertesystem, unser Selbstwertgefühl gänzlich neu hinterfragen und uns neu erfinden wollen, ja? Auf einer Werteebene. Ja? Welche Werte sind uns wichtig? Was brauchen wir überhaupt zum Überleben? Welchen Preis zahlen wir für unsere Freiheit im materiellen Kontext? Was geben wir dafür auf? Und ist mein Gehalt
das ich bekomme auf beruflicher Ebene, ein Gehalt oder handelt es sich hier eher um Schmerzensgeld? Ja, und ich bin halt der Meinung, dass bei den meisten von uns sich da eher um Schmerzensgeld handelt. Ich inklusive, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr. Aber lange Zeit war das Schmerzensgeld, aber nicht nur. Natürlich habe ich auch hier sehr, sehr viel lernen dürfen in der beruflichen Welt. Aber lange Zeit war das wirklich Schmerzensgeld. So, und nochmal zurück jetzt zu meinem Erlebnis. Damals 2018 hat mein Uranus meinen Mond transistiert und konjugiert, bedeutet meinen Mond berührt. Und weißt du, der menschliche Organismus, der hat so Fähigkeiten. Ja? Also der menschliche Körper und der Geist und die Seele, das ist ja eine unglaubliche Erfindung, nicht wahr? Also wir sind ja, würde ich sagen, so mit eines der krassesten Wesenheiten. Ja? Und warum ich das sage, weil, weißt du, bei mir in der Vergangenheit, in meiner Kindheit, so in meinem 7., 8. Lebensjahr ist mir was sehr, sehr Heftiges, Brutales passiert. Das kann ich dir jetzt nicht im Detail erklären, weil das ist so heftig, dann wird man wahrscheinlich nochmal ein Video sperren, wenn ich das jetzt hier noch thematisiere. Deswegen hoffe ich, siehst es mir nach. Es war einfach sehr, sehr brutal. Und wenn in deiner Kindheit oder wenn in deinem Leben dir ganz heftige, brutale Dinge passieren, hat der menschliche Organismus die Fähigkeit, dieses Erlebnis einfach wegzusperren, in eine Schublade zu stecken und einfach wegzusperren, so nach dem Motto, ist nie passiert. Weil man emotional dieses Erlebnis nicht hätte überleben können und durchgedreht wäre oder ja, einfach du das nicht überlebt hättest. So, und ich glaube, das war bei mir so gewesen. Danach, die Jahre waren zwar auch heftig und brutal, weil in diesen Jahren, als ich so 6, 7 Jahre alt war, bin ich komplett, ja, ziemlich K.O. gegangen und sehr, sehr heftig gelitten. Ne? Und habe dieses Erlebnis aber weggesperrt. Und 2018 hat der Uranus dann meinen Mond konjugiert, also berührt. Sehr nah war auch dann der Chiron, der dann darauf gefolgt ist. Bedeutet, das hat bei mir erstmal für Panikattacken gesorgt. Ich habe erstmal heftigste Panikattacken bekommen. Ich wusste gar nicht, wo die herkommen. So, ich habe es vermutet, weil das war eine Zeit, wo die Ereignisse sich bei mir heftigst, überwältigend, aber auf emotionaler Ebene so überschlagen haben, dass ich einfach nicht mehr klar kam. Eine Panikattacke hat die nächste gefolgt. Und ich bin emotional so zusammengebrochen, dass ich so panisch wurde und tatsächlich mit den Gedanken gespielt habe, naja, wie soll ich sagen, den Lichtschalter auszudrücken. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich das sage. Und mein Glück war, warum ich das nicht getan habe, ich hatte das entschieden, aber kurz nach meiner Entscheidung, das ist total verrückt, habe ich auf einmal Frieden gespürt, nach dem Motto, boah, endlich habe ich eine Lösung gefunden und endlich kreiere ich jetzt Frieden. Endlich werde ich jetzt Frieden kreieren. Aber dann auch danach wiederum ist es meiner Spiritualität zu verdanken, ich wusste einfach zu viel spirituell und habe mir die Frage gestellt, ja, aber wer sagt mir denn, dass wenn ich, nachdem ich den Lichtschalter ausgedrückt habe, danach wirklich Frieden ist? Wer gibt mir diese Garantie? Und dann bin ich sehr nervös geworden, habe wieder eine Panikattacke bekommen und habe erstmal total verzweifelt recherchiert, was hat das mit Nahtoderfahrung auf sich, Rückführung und so weiter. Und habe relativ schnell in der Recherche festgestellt, nee, mein lieber Ryan, das ist mal alles andere als eine Garantie und das kann ziemlich nach hinten losgehen. Und als ich mir das klar gemacht habe, habe ich für mich verstanden und realisiert, verdammt, doch nicht, was mache ich denn jetzt? Und habe verstanden, boah, keine Ahnung, wie ich das mache, aber anscheinend muss ich es jetzt einfach ertragen. Aber damals wusste ich ja nicht, dass das vorbeigehen wird. Ich habe gedacht so, boah, ich muss jetzt mein Leben lang in diesen emotionalen, überwältigenden, eigentlich nicht auszuhaltenden emotionalen Zustand der Panikattacke sein. Hast du mal eine Panikattacke gehabt? Sehr schwierig, jemandem das zu erklären, der selber noch nie eine gehabt hatte, weil das wäre genauso utopisch, als wenn ich dir versuchen wollen würde, dir einen Orgasmus zu erklären. Ist genauso schwierig. Wie soll ich einen Orgasmus erklären? Den musst du selbst erleben oder, ne? Also da können Worte, da reichen Worte einfach nicht. Und mit heftigen, panischen Angstzuständen verhält es sich so ähnlich. Ja, das kann nur jemand nachempfinden, der selber mal so
einen heftigen Zusammenbruch erlitten und ich würde sagen, auch überlebt hat, weil das überlebt nicht jeder. Und genau, dann habe ich das für mich realisiert und bin dann sehr verzweifelt, habe ich Therapeuten aufgesucht, einen Therapeuten nach den anderen und keiner von denen konnte mir helfen. Im Übrigen, das soll jetzt nicht die Welt der Therapeuten und der Psychologen schlecht reden, wobei das ist sehr fragwürdig, wie kompetent da wirklich diese ganzen Menschen sind. Es gibt gute, aber die musst du finden und wenn du in einem solchen Zustand bist, hast du ja gar nicht die Energie und die Ressource, da jetzt irgendwie akribisch zu suchen. Ne? Du kommst ja einfach gar nicht mehr klar. Ne? Also ich konnte mir gerade so die Zähne putzen und das war auch schwierig. Habe eine Kippe nach der anderen geraucht. Ich bin in dieser Zeit irgendwie Kettenraucher gewesen. Habe irgendwie gelbe Hände gehabt vom Rauchen. Kannst dir mal vorstellen. Eine ausgemacht, nächste angemacht. Vor Panik. Ich habe so heftigen Angstschweiß gehabt, dass ich gestunken habe wie ein Esel. Ja? Und eigentlich bin ich der Typ Mensch, der echt lange braucht, bis er so schwitzt, dass er riecht. Also ich könnte mich theoretisch tagelang nicht waschen und ich würde nicht riechen, ne? Habe ich irgendwie Glück gehabt. Aber in diesem Zustand, das war Angstschweiß und Angstschweiß, habe ich festgestellt, riecht sehr unangenehm und ich habe mich von mir selbst geekelt. Ziemlich abgefahren. Ne? Und naja, und dann habe ich halt gemerkt so, oh Mann, ey, keiner kann mir helfen. Nochmals, ich will das nicht schlecht reden, es gibt bestimmt hier oder da gute Therapeuten oder Psychologen, aber die musst du finden, die arbeiten nicht da wie Sand am Meer, sondern die musst du wirklich finden. Und was mir aber geholfen hat, war tatsächlich die Astrologie. Ich habe in der Astrologie eben genau diesen Transit für mich lokalisiert, aber ich habe damals noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt, für mich zu verstehen, dass eben genau dieser Transit dafür verantwortlich war, dass ich diesen totalen emotionalen Zusammenbruch erlitten habe. Oh, jetzt kommt das Wasser aber hier sehr nah. Wow. Sorry. Interessant, ne? Das Thema, was ich hier gerade bequatsche und die Wellen schlagen über mich. Ganz interessant. So, sorry, Cordo. Abgelenkt gewesen, ist ein heftiger Wellengang. Okay, zurück zum Thema. Im Übrigen, hier dieser Wellengang und diese Tiefe und diese Power dieser Wellen steht für mich analogisch für die Power der emotionalen, unterbewussten, überwältigenden Zustände, ja, die so krass sind, dass du einfach nicht mehr klarkommst und komplett zusammenbrichst, so wie es bei mir damals nun mal eben passiert ist. Und als dann dieser Transit war, ja, so interpretiere ich das jetzt rückblickend und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das eigentlich so ist, ist das quasi so eine Art, Liebesbeweis an mich gewesen, so nach dem Motto, Junge, damals hast du nicht die Power gehabt, dieses heftige, brutale Erlebnis zu überleben und zu fühlen, aber jetzt bist du stark genug und jetzt wirst du dieses Erlebnis durchkauen, bis du es geheilt hast, aber erstmal in die Akzeptanz gehen. Ganz wichtig, die Akzeptanz. Ich habe erstmal lange gebraucht, um in die Akzeptanz zu gehen, habe davor mich lange gesträubt, wollte nicht mich dieser Wahrheit widmen, bis dann irgendwann, wie gesagt, dieser Transit dafür verantwortlich war, dass es so heftig war, dass es einfach nur heftig überwältigend war. Und quasi dieses damalige Ereignis, was ich in diese Schublade gesteckt habe, der Uranus hat dafür gesorgt, Schublade auf, zack, bam und vor den Latz geknallt, ob ich wollte oder nicht. Und auf einmal eine Panikattacke nach der anderen. Ich kam nicht mehr klar, bin komplett zusammengebrochen, bin so heftig zusammengebrochen. Ja, ich hatte damals Glück gehabt, da habe ich einen Hausarzt gehabt, der hat den Ernst der Lage relativ schnell verstanden, weil er gesagt hat so, Herr Badlener, wenn Sie jetzt nicht mehr essen, weil ich habe einfach nicht mehr gegessen, dann ist das absolutes Warnsignal, dann ist das brandgefährlich. Wenn ein Mensch das Essen verweigert, ist das absolutes Warnsignal, kannst du dir merken. Wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, die auf einmal nichts mehr essen, brandgefährlich, die brauchen Hilfe. Ganz dringend und schnell Hilfe. Und dann hat mein damaliger Hausarzt mir Gott sei Dank geholfen und mich in eine sehr gute psychosomatische Waldklinik überwiesen. Und das war ein Monat, wo ich da verbracht habe. Super schön.
das hat mich zwar nicht geheilt, aber es hat mir zumindest so eine Art Auszeit verpasst. Das war ganz okay. Ne? Aber trotzdem habe ich ja die Emotion dahin mitgenommen. Aber besser als nichts. So, und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich das jetzt tue, was ich hier tue, ja, auf astrologischer Ebene. So viele Menschen und Seelen zu erreichen und zu helfen, dein bestes Selbst zu werden und zu verstehen, warum gewisse Themen bei dir da sind. Weil hätte man mir damals meine emotionale, sehr prekäre Situation astrologisch, professionell kommuniziert und erklärt, das hätte mich ja total abgeholt. Das hätte mir so viel Frieden oder viel mehr Frieden gegeben und mich etwas souveräner mit der Situation umgehen lassen, weil ich ja dann verstanden und gewusst hätte, ey, das wird auch wieder weggehen. Aber damals gefühlt habe ich gedacht, das wird jetzt nie wieder weggehen. Ich bin jetzt komplett am Arsch für immer, werde nicht mehr arbeiten können und bin jetzt irgendwie schwerstbehindert und muss mir dann auch über kurz oder lang so einen Ausweis ausstellen und ja, das war es dann nun mal eben. Ne? So, und leider war das damals nicht so, aber leider sage ich auch nichts, weil das hat ja wiederum jetzt rückblickend dazu geführt, dass ich ja jetzt eben das tue, was ich tue und mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten so viele Menschen, wie es geht, nur erreiche und auch Menschen abhole dahingehend, dass Situationen immer einen Sinn haben und man das über die Astrologie unglaublich gut ableiten kann. Hey, bitte nicht falsch verstehen, ich darf hier keine Heilsversprechung machen, ich bin kein Arzt, ich habe das nicht studiert oder so, ja. Ich habe sehr, sehr viel Selbststudium gemacht, aber ich bin kein, ich habe keinen Doktortitel oder ich habe keinen Bachelor, keinen Master in diesen psychologischen Studiengängen durchgemacht. Ne? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ja, aber die Astrologie ist hier sehr, sehr, sehr mächtig und ich kann jetzt auch nur von mir reden, dass mir das damals sehr geholfen hätte, wenn sie jemand wie ich damals mich aufgefangen hätte, mir das erklärt hätte. Wow, das wäre super, super mächtig und wertvoll gewesen. Im Übrigen habe ich solche Situationen auch schon in meinen privaten Beratungen erlebt und das war super gut, dass ich da Menschen abholen konnte. Das war sehr, sehr zweckdienlich, sehr wertvoll. Das wollte ich dir jetzt erzählen. Ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen. Ende des Liedes war, der Uranus hat die Büchse der Pandora geöffnet, so in etwa zu verstehen, weil meinen Mond berührt und der Uranus, der kündigt sich nicht an, der meldet sich nicht an, der ist auch nicht seicht. Uranus ist einfach bam. Aus dem Nichts überwältigend. Ja? Und zum Beispiel, wenn jetzt der Uranus deinen Deszendenten berühren könnte, könnte auf einmal so ein Beziehungsbruch entstehen oder man würde sich trennen von jemandem oder am Medium zu Eli, dann kann das bedeuten, dass auf einmal ein beruflicher Cut entsteht oder ein Quantensprung daraus resultiert oder an deinem Aszendenten und du entwickelst einfach ein komplett optimiertes Ego, ne? Kann auch zum Beispiel sein. So, bei mir war es aber der Mond und der Chiron war sehr nah, Chiron, der verletzte Heiler. Und diese Energie hat mich quasi gezwungen, in die Akzeptanz zu gehen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste in die Akzeptanz gehen, weil wenn ich da nicht in die Akzeptanz gegangen wäre, ey, das ist ein Versprechen, dann würde ich jetzt mit dir hier nicht reden können. Ganz klar, dann wäre ich, glaube ich, jetzt nicht mehr hier. Auf jeden Fall. Ja, das ist so. Das ist ein Fakt. Ja, das habe ich sehr weit ausgeholt. Ich finde das aber wichtig, weil ich finde, die Praxiserfahrungen, die zeigen das immer am besten, wie mächtig die Astrologie ist und erläutern und erklären das am besten in der Tiefe, meiner Meinung nach. Ja, ich hoffe, dass ich hier abgeholt habe. Und jetzt nochmal zurück. So, rückläufiger Uranus im Tierkreiszeichen des Stiers bedeutet im Großen und Ganzen, kann es sogar tatsächlich sein, weil es ja auf kollektiver Ebene, ne, so was passieren kann, weil es sich um einen äußeren Planeten handelt. Und da kann ganz viele Menschen eben ein Bewusstsein entwickeln, aber das kann erst einmal auch schmerzhafter Natur sein, dass man unter seinem Wert lebt, unter seiner Qualität, ja, also einfach, dass man versteht, so, ey, mein Maßstab ist irgendwie ziemlich low. Irgendwie bin ich doch eigentlich mehr wert. Ist es wirklich nur das? Schöpfe ich wirklich aus den Vollen? Lebe ich wirklich mein höheres Selbst? Lebe ich ein selbstbestimmtes, freies,
proaktives, mächtiges Leben. Nochmal zurück zu meiner Story. Hättest du mir damals gesagt, ja, also falls du ähnliche Aspekte jetzt gerade hast, wie ich sie damals gehabt habe und du bist dich gerade in einer sehr, sehr heftigen Zeit am Befinden, dann möchte ich dich motivieren und dir aus der Praxis, aus der erlebten Praxis dir erklären, hättest du mir damals gesagt, so 2018, Ryan, das ist alles super, was hier gerade passiert, ich weiß, das fühlt sich unglaublich brutal an und gefühlt, glaubst du, du überlebst das niemals, wird dich das in das absolute Glück und in die Freude bringen und dein Leben gänzlich, aber zum totalen Positiven verändern und du wirst das machen, was ich jetzt hier gerade mache. Ja, darf YouTube-Videos machen, darf als Astrologe arbeiten, darf durch die Weltgeschichte reisen, darf ein freies und selbstbestimmtes Leben leben. Ja? Meine Berufung leben, weil das, was ich hier tue, liebe. Ich mache das nicht nur für Geld. Geld ist ja der positive Nebeneffekt. Ja? Das kommt dann von alleine. Ja? Mach das, was du liebst und das Geld folgt. Das ist auch ein Versprechen. Ja? So, und hätte ich dir niemals geglaubt? Hättest du mir das gesagt? Ey, glaub mir, ich hätte dir den Vogel gezeigt und gesagt, so, ja, du tickst doch nicht mehr ganz sauber. Ich, so wie du gerade sagst, hätte ich dir einfach nicht geglaubt. Ich hätte es dir einfach nicht geglaubt. Aber ich bin ja jetzt der Beweis dafür, ja, dass es so ist. Und ich bin so glücklich, dass ich das erleben durfte, überlebt habe und unglaublich reich da rausgegangen bin. Sehr, sehr reich. Danach kamen noch andere Erlebnisse, die auch sehr stark dazu beigetragen haben. Aber alles baut aufeinander auf. Ja. Es gibt so einen sehr interessanten eine sehr interessante Redewendung. Ich glaube, Steve Jobs hat es gesagt. Ich bin jetzt kein riesen Fan von Steve Jobs, aber der hat ja schon echt Heftiges bewerkstelligt. Und zwar hat er, glaube ich, gesagt, you cannot connect the dots looking backwards, you can only connect the dots looking forward. Und das bedeutet so sinngemäß, du kannst nicht vorwärts schauen und die Punkte, die Ereignisse in deinem Leben zusammenhängend verstehen. Du kannst immer nur rückwärts schauen, bedeutet analogisch in die Vergangenheit schauen, um zu verstehen, dass das eine Ereignis wichtig war, um das andere einzuleiten und das eine Art Kette kreiert hat, die dich in eine sehr, sehr zweckdienliche Position gebracht hat. Die Rede ist hier vom Urvertrauen. Ja? Du kannst immer nur so weit nach vorne schauen, soweit die Taschenlampe leuchtet. Ja? Das sind dann, weiß ich, höchstens 50 Meter oder was. Ja? Und mehr ist auch gar nicht wichtig. Ja? Konzentriere dich erstmal nur auf jetzt, auf den heutigen Tag. Ja? Und morgen ist morgen. Ganz, ganz wichtig. Im Übrigen war ich damals in dieser Geisteskrankheit, weil das ist ganz klar eine Krankheit meines Geistes gewesen und war einfach nicht im Jetzt. Ich war nur in der Vergangenheit und ich war in der Zukunft. In der Vergangenheit heftigsten Scham und in der Zukunft einfach nur Angst. Einfach nur Angst, nicht mehr zu überleben, nicht mehr Herr meines Lebens zu sein und als Bedürftiger zu enden und abhängig von Pflegepersonal zu sein oder vom Staat oder von was weiß ich wem. Das hat mir unglaublich panische Angst verpasst. Ne? So, und genau, das ist so in etwa zu verstehen. Ne? Und der Uranus, der sorgt jetzt dafür. Und ich habe dir jetzt nochmal gesagt, weil egal in welchem heftigen emotionalen Zustand du dich jetzt befinden solltest, ne, das, ey, das, meine Story ist jetzt nicht auf jeden hier umgemünzt. Ne? Ich hoffe, dass die wenigsten, die hier zuschauen, sich in dieser Situation jetzt befinden, weil das wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind, weil ja, die Belohnung und der Preis, wenn man das überlebt hat, ist immens und riesengroß, aber die wenigsten überleben das. Das ist halt einfach auch die Wahrheit. Ne? Und die Zahlen, Daten, Fakten, die belegen das auch, dass das nur die wenigsten überleben, sowas. Und nochmal zurück jetzt, hier geht es eben um diese Energie, rückläufige Uranus nach innen gerichtet im Stier, kann dafür sorgen, dass auf einer kollektiven Ebene Menschen verstehen, dass sie doch mehr wert sind als das Leben, was sie leben. Und das kann tatsächlich zur Revolution, zur Rebellion, zur Revolution führen. Ja? Nicht auf komplett globaler Ebene, aber hier und da kann es hier zu Rebellion führen, zu Revolution in Gemeinden, aber auch in Ländern, zu Krieg führen, ja? Weil ich würde sagen, weniger in dieser Zeit, sondern vielmehr danach, weil wir haben ja noch einen anderen astrologischen Nebenschauplatz. Und zwar ist das der Pluto rückläufig, der auch am 1. September sich sehr, sehr wichtig bewegt, nämlich den Einzug erhält
in das Tierkreiszeichen, eine Steinbox, vom Wassermann in eine Steinbox. Super, super, super wichtig. So wichtig, dass ich da genauso ein Video verfassen werde. Ja, und das hier nur kurz anschneiden werde. Diese rückläufige Uranus-Energie kann die Vorlage dafür sein, dass ganz viele Menschen aufwachen, verstehen, dass sie unter ihrem Wert leben, dass sie nicht mehr ein Leben als Sklave fristen wollen, Sklave des Materialismus, weil das ist doch eigentlich die Wahrheit. Wie gesagt, der Materialismus ist per se nicht verkehrt, aber man sollte auch nicht Sklave dessen sein. Und die meisten Menschen sind meiner Meinung nach Sklave dessen und laufen sehr, sehr stark Gefahr, darüber ihre Seele zu verkaufen. Was ich auch beinahe getan hätte, ganz klar. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich war auch einer von denen. Gott sei Dank versuche ich das jetzt mit bestem Wissen und Gewissen anders zu managen, anders zu handeln. Dafür waren wichtige Ereignisse in meinem Leben verantwortlich und vor allen Dingen dieses Ereignis, was ich dir gerade so relativ nahe gebracht habe. Ich kann das jetzt nicht im Detail erläutern, weil das wäre zu heftig. Und wenn ich da auf mein Jugendereignis eingehen würde, wie gesagt, dann wird man wahrscheinlich hier meinen Kanal sperren oder zumindest das Video hier sperren und das will ich ja nicht. Irgendwann mal vielleicht werde ich da noch etwas tiefer drauf eingehen, aber es ist schon harter Tobak. Und das ist total wichtig. Das ist total wichtig, dass du das für dich verstehst, dass das so quasi die Vorlage sein könnte für Rebellion, für Revolution. Dass Menschen auf kollektiver Ebene aufgewacht sind, weil sie sich ihres Wertes bewusst wurden, verstanden haben, zu was sie wirklich fähig sind, wie mächtig sie eigentlich sind, ja, sich selbst erkannt haben, Spiritualität wirklich in der Tiefe verstanden und infolgedessen ganz stark integriert haben und darauf bestehen, ein selbstbestimmtes, freies, friedliches, mächtiges Leben leben zu dürfen, seine Berufung zu finden, um diese infolgedessen zu leben, seinen Beitrag zu leisten und anderen Menschen zu helfen. Weil darum geht es, meiner Meinung nach, in einem jeden Leben von uns. Erkenne dich selbst und werde zum Höchsten deines Selbst und entwickle dein höchstes Bewusstsein, um eben das absolut wichtigste Ziel zu verfolgen, nie wieder hier inkarnieren zu müssen. Und falls du doch dich irgendwann nochmal entscheiden solltest, hier zu inkarnieren, aber du trotzdem dein höchstes Selbst bist, dann nur, um anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen zu dienen und zu helfen dahingehend, dass sie auch ihre beste Version werden, um eben auch nicht wiederzukommen. Ja, ich bin aber der Meinung, von diesen Menschen gibt es leider viel zu wenige. Im Übrigen, ich bin keiner von diesen Menschen, ganz klar bin ich keiner von diesen Menschen. Leider nicht, würde es mir wünschen, aber gefühlt bin ich keiner von diesen Menschen. Ich hoffe aber, dass ich mich dorthin entwickeln darf und irgendwann, so Gott will, einer von diesen Menschen sein darf. Auf jeden Fall werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um einer von diesen zu werden. Und das Gleiche möchte ich dir auch anbieten, weil das sehr, sehr mächtig ist, unglaublich stark. Ich möchte hier auch eine Geschichte noch mit hinzufügen, die sehr viel mit dieser Energie zu tun hat. Im Übrigen, ich werde hier keine astrologischen Nebenschauplätze hier mit einbringen, weil das werde ich in zukünftigen Videos machen. Da werde ich immer wieder hier und da über den rückläufigen Uranus reden. Aber das ist so wichtig, dass, wie gesagt, ich hier dieses isolierte Video gemacht habe und dir erklären möchte, was genau mit auf sich hat. So, und kennst du diese Geschichte von, kennst du dieses wissenschaftliche Flow-Experiment, also Flöhe, ne, die so springen? Ja, so kleine Flöhe, die springen und die dafür sorgen, dass Hunde sich jucken und kratzen. Ich glaube aber, bei Menschen kann das auch passieren, dass man sich juckt und kratzt. Und da haben Wissenschaftler ein sehr, sehr interessantes Experiment gestartet. Und zwar haben die diese Flöhe genommen oder haben die ein paar Flöhe genommen, haben die in ein Glas gesteckt und haben den Deckel aufgemacht. Und was passiert? Ganz logischerweise sind die Flöhe alle aus dem Glas gesprungen. So. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat den Deckel da drauf gelegt und geguckt, was passiert. Die Flöhe haben natürlich wieder versucht, irgendwie aus dem Glas rauszuspringen, haben aber gemerkt, da war ein Deckel drauf und haben sich dann wohl den Kopf gestoßen und gemerkt, oh, keine gute Idee, jetzt immer in die Höhe zu springen. Und was ist passiert? Die Flöhe haben verstanden, dass das keinen Sinn macht und haben ihre Springhöhe angepasst und nicht mehr so hochgesprungen und sind immer nur so hochgesprungen, dass sie nicht mehr an den Deckel gestoßen sind. Bis irgendwann mal die Wissenschaftler den Deckel wieder aufgemacht haben, abgelegt haben und dafür gesorgt haben, dass die Flöhe, wenn sie das wollten, jetzt rausspringen könnten. Aber was ganz Verrücktes ist passiert, die Flöhe sind nicht mehr rausgesprungen.
die Flöhe sind in diesem Glas geblieben und haben die Springhöhe weiterhin, die angepasste, aufrechterhalten, was dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr aus dem Glas rausspringen konnten. Weil sie irgendwann anscheinend geglaubt haben, dass sie das nicht mehr können. Und du verstehst die Analogie, die dahinter ist. Ja? Lass dich hier nicht deckeln. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es wurde noch krasser. Und dann hat man untersucht, dann haben wohl die Flöhe Kinder bekommen. Ja? Und dann hat man versucht herauszubekommen, wie denn die Nachfahren der Flöhe sich verhalten haben. Und das Interessante ist, die haben genau das gleiche Verhalten an den Tag gelegt. Und eine gleiche Springhöhe entwickelt. Obwohl aber das Potenzial vorhanden war, so eine Springhöhe zu entwickeln, einfach ganz entspannt aus dem Glas rauszuspringen. Das heißt, diese angepasste Springhöhe der Flöhe haben die auf ihre Nachfahren übertragen. Schau mal, wie mächtig das ist. Und ich bin der Meinung, dass die Eliten, wen ich genau damit meine, kannst du selber entscheiden. Aber diejenigen, würde ich mal sagen, so die Materialität in der Hand haben und das bestimmen, nutzen dieses Experiment sehr zweckdienlich. Und wenn du ein recht spiritueller, bewusster, schlauer, geistreicher Mensch bist, dann verstehst du genau, was ich meine. Und wenn du dich umschaust, dann verstehst du, dass quasi hier die Welt als Glas zu verstehen wird, die Flöhe als wir Menschen, Gemeinde der Menschen und der Deckel eben die Elite, die über Regelwerke, Strukturen, Organisationen dafür sorgt, unsere Springhöhe, analogische Springhöhe, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale so zu deckeln und unterzudrücken, damit wir ja nicht unser höchstes Bewusstsein werden, dass wir ja nicht mächtig werden, dass wir ja nicht unser höchstes Selbst werden und ein freies und bestimmtes Leben leben können. Weil dann kann man dich ja nicht mehr kontrollieren. Ne? Geht ja nicht mehr. Weil dann bist du unabhängig. Dann lebst du ein wirklich freies, selbstbestimmtes, mächtiges Leben. Und das will man nicht. Wie ich das genau meine, kannst du selber interpretieren, weil das ist auch wieder ein prekäres Thema, weil das könnte auch wieder dafür sorgen, dass man hier meinen Kanal sperrt oder das Video hier irgendwie blockiert. Und das wollen wir ja nicht. Aber du bist ja schlau, du verstehst, was ich damit meine. Und eben genau das ist diese Energie. Ähnlich, diese Geschichte ist ähnlich wie Platons Höhlengleichnis. Ja, ich möchte jetzt nicht diese Geschichte auch noch erzählen, wobei vielleicht ganz kurz, ja, Platons Höhlengleichnis, ganz, ganz wichtige Geschichte, geht es darum, dass Menschen geknebelt und gefesselt in einer Höhle waren und die Menschen, die diese Menschen geknebelt und gefesselt haben, die über die regiert haben, haben im Hintergrund einfach Gegenstände von A nach B transportiert und diese geknebelten Menschen haben immer nur so Schatten der Bewegung gesehen und haben geglaubt, dass diese Schatten Realität seien. Bis irgendeiner von denen irgendwann mal sich befreien konnte, den Mut gehabt hatte, die Höhle zu verlassen und festgestellt hat, ey, das sind ja nur Schatten. Das sind ja eigentlich Menschen und die transportieren wirkliche Gefäße. Das ist ja eine ganz andere Welt. Und das Krasse war, dieser Mensch hat die Wahrheit für sich verstanden, hat gesehen, ey, wir sind komplett einer kompletten Illusion nachgegangen. Ja? Und ist dann zurück zu seinen Leuten gegangen und hat gesagt, ey, ich muss euch auch befreien, ey, die Welt ist ganz anders. Wir müssen hier raus, die Welt ist nicht so, wie ihr glaubt zu sein, das sind alles nur Schatten, das ist nicht die Realität. Und rate mal, wie seinesgleichen darauf reagiert haben. Und zwar haben sie ihm gesagt, ey, du spinnst, du hast sie nicht mehr alle. Und er wurde als Irrer abgestempelt. Und die haben gesagt, nee, geh mal wieder da, wo du hergekommen bist, so, wir bleiben jetzt mal hier, hier ist es sicher und geborgen. Hier wissen wir, was los ist und da draußen, das ist uns alles zu heikel, das ist zu gefährlich, das wissen wir nicht. Und bitte störe auch nicht hier unseren Hausfrieden und mach dich fort. Ja, das ist so ähnlich, ne? Das ist diese Energie, genau das ist diese Energie, die dich darauf sensibilisieren will, erkenne dich selbst. Das kann aber sehr unangenehm sein, sich seinen Wahrheiten zu stellen, deine Werte zu hinterfragen, zu was bist du wirklich fähig, wie ehrlich bist du wirklich, in welcher Umgebung bewegst du dich, in welcher sozialen Bewegung bewegst du dich, welche Menschen haben starken Einfluss auf dich. Und da ist, wie gesagt, nochmal diese psychologisch-emotionale Introspektion über den rückläufigen Uranus, die dafür sorgt, dass du dir Gedanken darüber machst, wie kann ich wirklich ein selbstbestimmtes, freies, individuelles, einzigartiges Leben leben, weil ich ein Individuum bin,
Und Individuum heißt unteilbar und einzigartig. Wir sind alle einzigartig. Obwohl wir miteinander verbunden sind, ist aber trotzdem ein jeder von uns ein Individuum. Und jeder von uns hat ein individuelles Talent. Wir haben nicht alle die gleichen Talente, ganz, ganz wichtig. Aber man will es dir verkaufen, dass wir alle gleiche Ziele haben sollten, dass wir alle gleiche Wünsche haben sollten. Und das ist aber nicht die Wahrheit. Ja? Und da macht es auch keinen Sinn, in den Vergleich zu gehen. Und da benutzt man aber den Vergleich absichtlich und indoktriniert und konditioniert und programmiert uns, so stark sogar programmieren, ja, dass wir glauben, irgendwie, dass die Wünsche, Ziele unserer Eltern, unserer Vorfahren und unserer Nachbarn die gleichen sein müssen, wie wir sie haben müssen. Ja, und wenn wir das nicht gut können, dann sind wir Versager und dann scheitern wir und dann nimmt unser Selbstwertgefühl sehr, sehr stark Schaden auf sich. Ganz, ganz wichtig in meinen Beratungen, überhaupt in meiner Arbeit, ich kann das nicht oft genug wiederholen, ist mit das Wichtigste, das Mächtigste meiner Meinung nach und das, was ich absolut verfolge und worauf ich es abgezielt habe in meinen Beratungen, wofür auch die Astrologie super gut verwendet werden kann, ist, um ein sehr starkes, also final, ein sehr starkes, solides, ehrliches, realistisches, bodenständiges Selbstwertgefühl zu kreieren. Weil das Selbstwertgefühl schlussfolglich verantwortlich ist für the power of attraction, also für die Kraft der Anziehung, worüber ja hier überall kommuniziert und geredet wird im Social Media Motivations-Coaching-technischen Bereich. Ja. Da redet ja man immer so, ey, die Kraft der Anziehung und du kannst alles in dein Leben ziehen, nur ist da irgendwie meiner Meinung nach zu stark verbreitet, dass es einfach nur ausreicht, positiv zu denken und dann passiert alles von ganz alleine. Verstehe mich bitte nicht falsch, ist total gut, positiv zu denken. Ne? Aber schlussfolglich ist der Gedanke ja nur der Impuls, der eine Emotion lostritt. Und die Emotion ist eine viel stärkere Frequenz. Ne? Also der Gedanke hat so eine Frequenz, kann man messen heutzutage, ja? Mit Messinstrumenten. Und die Emotion hat diesen Ausschlag, eine viel stärkere Frequenz. Und wenn du ein sehr starkes, solides, mächtiges Selbstwertgefühl kreierst, dann ziehst du das an, weil die Frequenz viel stärker ist. Und wenn du Reichtum, Glück, Liebe, Dankbarkeit und Erfolg in dein Leben emotionalisierst und dieses instrumentalisierst, um eben auf kontinuierlicher Ebene ein stabiles Selbstwertgefühl zu kreieren, macht dich das sehr mächtig und bringt dich in diese Fülle. Und es ist wie verhext. Und es ist Magie, es ist Zauberei. Ja, du ziehst das in dein Leben. Und ich sage das nicht nur, weil ich das irgendwo gelesen habe oder mir hat das irgendwann mal jemand erzählt. Ich bin der Beweis, also ich darf das leben. Ja, ich ziehe diese Dinge in mein Leben. Ich bin nicht immer auf diesem High-Level, ja, aber ich habe Mittel und Wege entwickeln können, wie man regelmäßiger da reingeht und wie man auch dieses Level aufrechterhalten kann. Das ist mit Training zu tun, aber bevor wir das trainieren, ist es wichtig, erst einmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, um dann eine Akzeptanz einzuleiten, um dann sehr mächtig zu werden und die gegebenen Vorkehrungen einzuleiten. Das Wasser kommt wieder sehr, sehr nah. Um dann eben ein selbstbestimmtes, erfülltes, vor allen Dingen freies, selbstbestimmtes, selbstermächtigtes Leben leben zu dürfen. Ja? Siehst, wie wichtig das ist. Das ist komplett mit der Rückläufigkeit Uranus in Stier gemeint. Meiner Meinung nach ist das, was ich dir anbieten möchte. Das ist meine Interpretation. Ja? Und wie gesagt, meine privaten Erlebnisse haben das auf jeden Fall hier sehr, sehr stark bewiesen. Also ich selber, was ich erlebt habe. Und ich wünsche dir auch, dass du damit hier ehrlich bist. Mach dir nichts vor, lass dir nichts einreden. Es hat sehr viel mit dem Jupiter im Zwilling zu tun. Da habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Du kannst dir gerne hier unten in der Videobeschreibung meine Videolinks anschauen. Da ist unter anderem auch der Jupiter im Zwilling, der stark dafür verantwortlich ist, dass man uns hier weismachen will, was richtig und falsch ist und die Social Media, überhaupt die Medienlandschaft dafür verwendet, um eben diese Programmierung, diese Indoktrination, ja, und die Manipulation einfach zu gewährleisten. Ne? Ey, verstehe mich nicht falsch.
Es ist ja nicht nur gänzlich schlecht. Ne? Ich benutze das ja auch. Ich benutze ja diese Klaviatur. Aber es war noch nie schwieriger, ja, Wahres von Unwahres zu unterscheiden. Ja, es ist ja unglaublich, wie krass man heute Gerüchte streuen kann, wie einfach man Fake News einfach rausstreuen kann. Und ja, irgendwie gibt es ja nicht so wirklich so einen Verbraucherschutz. Wobei, weiß ich gar nicht, gibt es einen Verbraucherschutz? Ich glaube, da soll es einen geben, aber ob der wirklich seiner Arbeit nachgeht, weiß ich nicht. Habe ich zu viel Mist schon erlebt, auch bei anderen Leuten. Also pass hier auf, lass dich hier nicht das Licht führen. Ne? Ganz wichtig ist hier die positiv manifestierte Variante und die Erkenntnisse, die du hoffentlich in dieser Rückläufigkeit mit dir selbst ausmachst, Urvertrauen zu entwickeln. Für dich zu verstehen, das Wichtigste, was du hast, ist die Würde. Ja? Und dass du dich selbst erkennst und du keine Angst haben brauchst vor dem Tod. Ja, weil nach dem Tod ist es nicht vorbei. Ja, das ist für mich keine Spekulation, das ist für mich ein Fakt. Ich könnte das gar nicht hier so, ich versuche zumindest souverän, autoritär und sehr im starken Glauben propagieren, wenn ich nicht felsenfest davon überzeugt wäre, dass die Inkarnation ein Fakt ist. Könnte ich gar nicht. Würde ich mich gar nicht trauen. Ich würde gar nicht trauen, hier all diese Themen auszusprechen. Im Übrigen hat auch sehr, sehr lange gedauert, dass ich mich überhaupt dazu entschlossen habe, das zu tun, was ich jetzt hier tue. Und es kann sein, dass das bei dir so ähnlich ist, dass du gerade im Prozess bist der Selbsterkenntnis und du sehr kritisch Themen hinterfragst. Und das möchte ich dir auch anbieten, du bist nicht alleine. Es gibt mehrere von deiner Sorte, von meiner Sorte. Ich bin jetzt hier gerade auf Bali, auf dieser wunderschönen Insel und war vor einigen Tagen in der Ortschaft Munduk. Das ist sehr abgelegen in den Bergen, wunderschön, Dschungel, Natur, Wasserfälle, unglaublich. Also gefühlt ist die Zeit dort stehen geblieben. Und ich habe dort ein Erlebnis gehabt. Ja, ich hatte ein Taxi bestellt, das Taxi ist mich gekommen, das war total ärgerlich. Ja, schon wieder rückläufiger Merkur lässt grüßen. War total ärgerlich für mich, weil eine Klientin auf eine Beratung gewartet hat. Ich musste diese Beratung absagen, das hat mich total geärgert. Aber das hat dafür gesorgt, dass der Schwager des Mannes in das Hotel gekommen ist und mir erklären wollte, warum, wieso, weshalb. Das war ein sehr junger, schlauer, cleverer, integrer, unglaublich herzlicher junger Mann. Ich glaube, der war so 22, 23 Jahre alt. Und das Krasse war, der war so schlau. Ich habe mich mit dem unterhalten und habe relativ schnell festgestellt, was für ein tiefgründiger, schlauer, junger Mann das gewesen ist. Sternzeichen Löwe. Ich habe jetzt nicht seine genauen Daten, ne, weil er hat mir auch seine genauen Daten nicht gegeben. Habe ich jetzt auch nicht gefragt. Löwe hat mir gereicht. Ne? Und er war so herzlich und so tief. Und ich war total überrascht, dass der sehr schlau war, sehr gebildet. Der hat studiert, hat ein Restaurant besessen. Sehr erfolgreich, also für seine Verhältnisse unglaublich erfolgreich. Schon sehr weit in seinem Alter. Der hat mich total beeindruckt. Also, ich lerne regelmäßig wirklich viele Menschen kennen, aber selten lerne ich so aufgeweckte Menschen wie diesen jungen Mann kennen. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dann haben wir uns unterhalten und die Themen sind relativ schnell tiefgründig geworden. Und auf einmal haben wir über Lumerien geredet, über Atlantis, über die alten Kulturen, über, oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß das nochmal? Ach, leider vergessen. Eine ganz wichtige Begrifflichkeit, die mit der Mystik und mit der Vergangenheit zu tun hat. Was ich aber nur sagen will, ich hätte es niemals für möglich gehalten, in dieser abgelegenen Gegend jemanden zu treffen, der auf so einem hohen Bewusstseinsniveau war. Und das war kein Tourist, das war ein Einheimischer, der ist da aufgewachsen. Und ich will einfach nur sagen, du bist nicht alleine, wir sind nicht alleine. Ja? Und ich wünsche mir und ich glaube, dass es auch so sein wird, dass viele Menschen diese rückläufige Uranus-Energie in Stier aufwachen werden, dahingehend, dass sie für sich verstehen, was wirklich wertvoll ist. Was ist wirklich der Wert? Was ist dein Wert? Ja? Was ist für dich wertvoll? Und was bist du bereit dafür zu geben? Und ist der Preis, den du bis jetzt zahlst, nicht viel zu hoch? Ja? Viel zu hoch und beschneidet immens dein Leben und deine Seelenenergie und zwackt einfach deine Seelenenergie immens ab. Bitte gehe hier in die Introspektion und öffne dich auch den überwältigenden Ereignissen, weil das kann auch dafür sorgen, dass die rückläufige Uranus-Energie in Stier dafür sorgen wird, dass plötzlich Dinge in dein Leben
kommen werden oder plötzlich Dinge aus deinem Leben gehen werden oder plötzlich Dinge sich überschlagen werden. Dinge einfach überwältigend, überraschend, einfach so, ja, die den Boden an den Füßen wegzieht und du panisch wirst und du quasi glaubst, oh je, jetzt ist alles vorbei. Da möchte ich dir anbieten, geh ins Urvertrauen. Sei kreativ, verstehe, wie mächtig du bist. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst und somit mit der Schöpfung, weil in einem jeden von uns ist der göttliche Funke. Das meine ich genauso, wie ich sage. Du bist kein Zufall, du bist kein Ausversehen, du bist kein Unfall, ja, du bist nicht gewollt. Du bist pure Absicht, dreifaches Ausrufezeichen. Pure Absicht und erstmal total in Ordnung, so wie du bist. Das ist im Übrigen das andere, was total wichtig ist, dass wir alle irgendwie immer glauben, wir müssen das und dies und jenes sein. Und unser Ego quasi in uns in das Licht geführt hat und die dunklen Mächte unser Ego benutzt hat, um uns weiß zu machen, wir müssen dies, das, jenes werden und sein, um glücklich zu sein. Und das ist sehr fragwürdig, weißt du? Und das ist total wichtig und das möchte ich dir hier anbieten, dass du erstmal verstehst, dass du erstmal total in Ordnung bist, so wie du bist. Ja? Was nicht bedeutet, dass du dich jetzt nicht weiter in die Entwicklung gehst, aber erstmal bist du so in Ordnung. Und die Schöpferkraft, die kommt nicht mit den gehobenen Zeigefingern und sagt, wenn du dies, das, jenes nicht tust, dann wirst du in der Hölle schmoren. Nein, um Gottes Willen, nicht. Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Schöpfung und die göttliche Schöpferkraft liebt dich so sehr, dass sie so stark an dich glaubt und dir das größte Geschenk überhaupt gegeben hat, nämlich die freie Entscheidung, die freie Wahl, und lässt dich, wohlwissend, dich so sehr zu lieben und die Geduld aufzubringen, zu warten, bis du dich endlich dieser mächtigen, göttlichen Werkzeuge bedienst, um dann infolgedessen ein sehr glückliches, selbstbestimmtes, mächtiges, freies Leben zu leben. Alright, das war's mal wieder. Rückläufiger Uranus im Stier. Das Video ist jetzt doch etwas anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe jetzt in diesem Video auch mich nicht angeboten als Beratung, weil irgendwie dieses Thema war mir zu heilig und zu wichtig. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du dich gerne auf mich zubewegen und dann kann man vielleicht was vereinbaren. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich, dass du entweder schon zurück zu deinem Herzen gefunden hast oder du dich auf dem Weg befindest oder du ehrlich mit dir bist, das verstehst, die Dinge loslässt, die dich davon abhalten, zurück zu deinem Herzen zu finden, die deine Freiheit beschneiden, ja, um infolgedessen wirklich deine Herzenswünsche in Erfüllung zu bringen. Ja. In diesem Sinne, dir nur das Beste, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dein Ryan.